zusammen und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Heute melden wir uns mit Aufnahmen zurück, die schon einige viele Tage auf dem Buckel haben, deswegen verschwenden wir also keine Zeit und legen direkt los. Sollten euch verlassene Orte hier im Osten Deutschlands grundsätzlich interessieren, dann schaut doch nach dieser Folge gerne mal auf unseren Kanal. Hier findet ihr jede Woche Mittwoch eine neue Folge zu diesem Thema. Reinschauen und abonnieren lohnt sich also mit Sicherheit, aber nun wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch die ehemalige Fabrikantenvilla der einstigen Elguva Schaumgummiwerke hier in Leipzig. Wer uns schon länger verfolgt, der kann sich vielleicht an unsere Folge 21 erinnern. Zugegeben, das ist schon eine ganze Weile her, deswegen blende ich euch diese Folge jetzt hier oben rechts ein. Damals zeigten wir euch das ehemalige Pförtnerhaus der Firma Flügel und Polter, ein Unternehmen mit Wurzeln bis in die Kaiserzeit. Die Geschäfte liefen gut, doch der wahre Durchbruch sollte erst nach der Verstaatlichung zu DDR-Zeiten kommen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja gut, was hat die Firma mit diesem Wohnhaus zu tun und vor allem auch mit diesem Pförtnerhaus? Keine Sorge, ich erklär's euch. Die einstige Fabrik wurde bereits vor 10 Jahren abgerissen, das geschah 2011, doch das denkmalgeschützte Pförtnerhaus aus Folge 21 und die ebenso zum Werk gehörende Fabrikantenvilla durfte nicht abgerissen werden. Bloß gut aus heutiger Sicht, aber nun zurück zum Urschleim. Wir schreiben das Jahr 1879, als der Unternehmer Richard Flügel eine Firma für Gummiwaren im damals noch eigenständigen Böhlitz-Ehrenberg gründete. Heute zählt Böhlitz, wie es der Volksmund benennt, schon gefühlt ewig zu Leipzig, aber die tatsächliche Eingemeindung geschah erst am 1. Januar 1999, das ist also noch gar nicht so lange her. Drei Jahre nach Firmengründung stieg Hans Polter als Gesellschafter in die Firma mit ein. Gemeinsam entstand nun die Flügel und Polter KG, also eine Kommanditgesellschaft. Die Produktpalette umfasste über die vielen Jahrzehnte so einiges, aber hauptsächlich produzierte man hier Mäntel für Fahrräder und ebenso Fahrradschläuche. Es macht den Anschein, als baute bzw. modernisierte man die Fabrikanlage zwischen 1913 und 1915. Zumindest entstanden in diesen Jahren das Pförtnerhaus als auch das Kontorgebäude, in welchem wir uns hier befinden. Ob da noch mehr sich verändert hat auf dem Areal, konnte ich leider nicht herausfinden. Hier war selbst zu DDR-Zeiten die Firmen bzw. die Werksleitung mit ihren einzelnen Bereichen für die Planung, den Verkauf, die Leitung, die Produktion, Versand und auch dem Labor untergebracht. Selbst der Betriebsrat fand hier seinen Platz. 1933 firmierte die KG zur GmbH um. Ein Jahr später übernahm der Unternehmer Fritz Ries ab 1934 die persönliche Firmenleitung und integrierte die Fabrik in seine Unternehmensgruppe. . 1937, also kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, kam die erneute Umfirmierung, man könnte fast schon sagen Rückfirmierung, zur Kommanditgesellschaft, so wie die Firma nur wenige Jahre vorher schon produzierte. Nach dem Krieg wurde das Unternehmen natürlich, und wie sollte es auch anders gewesen sein, mit dem Beschluss des Volksentscheids vom 30. Juni 1946 verstaatlicht, von der DDR übernommen und in das vermeintliche Volkseigentum überführt. Der Name Flügel und Polter verschwand 1947 endgültig. In den darauffolgenden Jahrzehnten kamen zahlreiche Umbenennungen und Angliederungen zu etlichen Kombinaten, die man kurzerhand wieder über den Haufen warf. Der Name, der bis heute allerdings geblieben ist, lautet Elguva. Ab den späten 60er Jahren, um genauer zu sein, ab 1968, trug das Werk diesen Namen, welches es selbst nach der Wende nicht mehr abgeben sollte. Elguva bedeutet abgekürzt übrigens Leipziger Gummiwaren, und wenn ihr euch jetzt nach dem Ursprung des anfänglichen E's erkundigt, das E steht nur im Namen, weil das L allein ausgesprochen automatisch schon ein E vorne dran hat.
Die Produktion war hochspezialisiert und vor allem erfolgreich. So gelang es dem kleinen Werk in nur wenigen Jahren zur wichtigsten Fabrik für Schaumgummiwaren in Ostdeutschland aufzusteigen. Klar hatte die DDR-Führung da auch einiges mit zu tun. Bevorzugt wurde ja hier auch das eine oder andere Werk grundsätzlich. Zwar hatte man sich abgewandt vom richtigen Gummi, dafür produzierte man nun Felgenbänder sowie Schmutzfänger für Kraftfahrzeuge und mehr Schaum- und Kunststoffe, die unter anderem in Sitzpolstern Verwendung fanden, vor allem im Trabant, aber auch in anderen Fahrzeugen. Nach 1990 gelang es der Werksführung als eine der wenigen, die Firma in eine GmbH wieder umzuwandeln und zu reprivatisieren. Dennoch waren nach nur kurzer Zeit alle Bemühungen umsonst. Es folgte Stillstand, Insolvenz, Leerstand, Verfall sowie Vandalismus und natürlich auch ungeklärte Besitzverhältnisse. Neben dem Werk stand natürlich jetzt auch das Kontor und das Pförtnerhaus leer. 2007 wurde das hier gezeigte Gebäude zur Filmkulisse für den im selben Jahr erschienenen Film Die Frau vom Checkpoint Charlie mit Veronika Ferres in der Hauptrolle. Die schwarzen Vorhänge in der zweiten Etage waren zuletzt noch immer zu sehen. Den Film selber habe ich nie geschaut, aber vielleicht kennt ihn ja einer von euch. 2011 erfolgte dann, wie anfänglich schon erwähnt, der Abriss der Fabrikanlage inklusive Sprengung des Schornsteins. Übrig blieben nur die beiden denkmalgeschützten Gebäude. Doch es gibt nun auch einen Lichtblick. Nach nun 25 Jahren Leerstand ist die Fabrikantenvilla aufwendig und denkmalgerecht saniert. Außerdem ist sie bereits wieder vollständig bewohnt. Sehr gut, wie wir finden. Kultur und Bausubstanz bleiben nun also weiterhin erhalten und bieten zukünftig Platz für neue Mieter. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass diese Geschichte nicht ganz billig sein wird, zumindest was die Mieten angeht. Auch das Pförtnerhaus befindet sich mit Erscheinen dieses Videos in Sanierung. Was daraus werden wird, werden wir wohl in der Zukunft sehen. Aber ich werde euch da mit Sicherheit dann auch was reinschreiben in die Infobox, zumindest in Folge 21. Ich verabschiede mich jetzt wie immer von diesem Video noch mit einigen Bildern, die wir hier schießen konnten. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann dürft ihr das an dieser Stelle gerne noch nachholen. Ihr wisst, jede Woche Mittwoch gibt es eine neue Folge zu diesem Thema. Auch aktuellere Folgen. Dieses Video ist jetzt schon einige Tage alt. Ich glaube von 2015 oder 16 ist das Ganze. Aber gut, wir sehen und hören uns dann nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und munter. Bis dann und ciao. Thank you.